Reise, Reise! Reise, Reise! Ich reise mir den Arsch auf, um nach Hause zu kommen. Wo sind wir? Um ehrlich zu sein, dachte ich bei der Schlucht, es ist gerade sehr laut bei mir auf dem Kopfhörer. Um ehrlich zu sein, dachte ich bei der Schlucht handelt es sich um Gedingse. Ich dachte zuerst, es handelt sich um die Mega-Monsterhöhle. Also, nee, um die Mörderhöhle. Die andere war ja eine andere. Und eigentlich wollte ich Diamanten holen. Das ist ja eigentlich sträflichst, was ich hier mache. Wenn wir dich bald nach Hause finden, ne? Dann schlage ich irgendwo mein Camp auf. Und dann baue ich da was. Bis wir wieder nach Hause können. Dann baue ich da so ein Survival-Camp wieder. Ist mir ganz egal. Ich will jetzt nicht 10 Folgen lang nach Hause laufen. Huch. So, die Hose muss ich auch bald ausziehen. Bald bin ich nackt. So, hallo. Da einmal durch. Eine Fackel! Eine Fackel! Eine Fackel! Eine Fackel! Und da hinten noch eine Fackel! Huch! Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich eine Kartoffel essen. Die Frage ist nur... Was machen die Fackeln hier? Wisst ihr das noch? Weiß das noch einer von euch, warum ich ja Fackeln aufgestellt habe? Blub, blub, blub. Was machst du denn? Flipper! Alter, hör auf, dich umzubringen! Free Willy! Hier, ich helf dir! Mann, kein Redstone. Verdammte Axt. Okay, wir müssen weiter in... Der Strom treibt mich gerade ab. Wir müssen weiter... Hab ich hier irgendwas mit zu tun, dass es hier so runterblubbert? Nee, ne? So, ich schwimme einfach mal weiter in diese Richtung. Mal gucken, wo wir ankommen. Ja, seufz. Fackeln. Aber warum Fackeln? Was habe ich da, warum habe ich da Fackeln aufgestellt? Ich weiß es echt nicht mehr. Eine Wüste? Was ist das denn für ein SM-Kollege hier? Eine Wüste mit einem großen Salzwasserteich? Da kann man übrigens super so Häuser reinschlagen in die Wand. Wurde so ein bisschen aus wie so eine Nomadenstadt, die in den Fels gehauen wurde. So, das geht generell sehr gut bei diesen harten Klippen immer. Da kann man sehr gut irgendwas reinbauen, Wohnung oder sowas. Halt! Was ist das hier? Sieht super strange aus. F
Fackeln. Warum habe ich da Fackeln hingebaut? Hua! Schlucht! Hua! Ja, keine Zeit. Ich muss jetzt wissen, das hier sieht aus, als hätte die Treppe selber gebaut. Was hat's denn mit dem ganzen Kram auf sich? Und wenn ich diese Fackel nicht gesetzt habe, wer war es dann? Ich kann mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht entsinnen, dass wir jemals hier gewesen sind. Aber das heißt ja nichts. Ich kann mich ja generell schon nicht mehr an Sachen entsinnen, die gestern gewesen sind. Huch. So, ich folge mal einfach dem Pfeil, Alter. Ich habe das Gefühl, der Pfeil mobbt mich. Der führt mich in irgendeine Richtung, die es gar nicht gibt. Also die Richtung gibt's schon, aber da ist nichts. Auf dem Weg sind nur Fackeln. Und außerdem habe ich nicht sonderlich das Gefühl, dass wir uns... Ah! Hö! Lass mich! Aua! Nein! Hinfort! Wir sind aber nicht hier, ne? Ist das hier? Das ist doch never ever... Never ever... Schnauze da hinten, ich bin auf der Flucht. Das ist doch never ever diese... Dieser Lava-Wasserfall. Doch! Ja! Ja, doch, ja! Ja, um Gottes Willen! Ich bin ein erwachsener Mann, der in seinem Mikrofon weint wie ein Schulmädchen. Zu Hause! Was ist denn das? Wahrscheinlich das Portal. Ach, hör auf, ey, hör auf! Die Lavawand habe ich erkannt, aber alles andere da habe ich null erkannt. Boah, bloß... Na komm, jetzt Kette. Scheiße, ich muss noch eine Diamantentour machen. Das war natürlich... Einsatz mit X. Diesen Spruch, ne? Ein Satz mit X, das habe ich mir übrigens gemerkt. Das kommt aus, also gelernt habe ich den eigentlich bei der Tochter unserer Nachbarin, die damals, ich war irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, vielleicht 8, 7 oder 8, nee, irgendwie sowas. Da war ich noch ganz klein und ging aber schon in die Schule. Und dann habe ich so einen ganz tollen Snoopy-Pyjama geschenkt bekommen damals. Und, das war so mein Highlight überhaupt. Man bekam ja nicht so viel geschenkt, war nicht so mit Xbox wie heute immer und so. Und ja, das war so mein Highlight und die wollte ich unbedingt zur Schule anziehen. Da habe ich mir den auch teilweise, wollte ich so losgehen, da hat mich dann die Tochter irgendwie diese, die war schon 25 oder so, hat mich dann da so gesehen und gesagt, nee, komm, so gehst du nicht zur Schule, bla bla bla. Meine Eltern waren immer weg und sowas, deswegen haben die öfter mal mit uns auf uns aufgepasst, bla bla bla. Und so durfte ich dann nicht in die Schule gehen, habe ich versucht, den Schlafanzug unter anderen Sachen anzuziehen. Und das ist wohl auch aufgefallen, weil das alles ausgebeult hat und ich muss mal ganz kurz erstmal pennen. Sorry. Und naja, dann hat sie jedenfalls gesagt, ja, junger Mann, das war wohl ein Satz mit X. Und seitdem habe ich mir das gemerkt. Ich weiß nicht warum. War wohl ein einschneidendes Erlebnis, weil ich diesen tollen Snoopy-Pyjama in Gelb und Weiß konnte ich nicht mit in die Schule anziehen. Ja, das sind tragische Kinderschicksale damals gewesen. Das war schon sehr ergreifend. Ein kleiner Junge, ein Snoopy-Schlafanzug und er darf ihn nicht tragen. Wie viel Leid muss es in der Welt noch geben? Wie viel Elend? Boah, ist das geil, wenn das wieder flüssig läuft. Ich feiere das so und ich feiere auch gerade, dass ich wieder zu Hause bin und dass ich... Naja, Gravel haben wir immer mitgebracht. Kein schlechter Schnitt, wir sind 50 Sendungen lang rumgelaufen. Also 50 Folgen lang. Hier, guck mal, wie die alle freuen, wie sie alle freuen, wie sie alle freuen, wie sie alle freuen. Ja, auf jeden Fall. Was ist das denn? Ach, da brennt jemand. Ach so. Schnauze, du bist tot.
zu Hause. Ist, wo es am schönsten ist. Muss jetzt mehr so Disney-mäßig rüberbringen. Ne, in Disney, da läufst du ja immer so rum. So la 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 la. Dann müssen die Arme schlenkern lassen dabei. Warte, geht das hier so? La 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 la. Spinne. La la la. So. Gut, ich muss auf jeden Fall Gravé loswerden und den ganzen Scheiß. Und dann muss ich mal gucken, was wir noch alles machen. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, wieder loszulaufen, ehrlich gesagt. Ich hätte zwar Bock auf ein Höhlenabenteuer, aber ich bin erstmal ein bisschen geimpft. Libelle! Hui! Hui! Plops! Ach, wie süß. Finde ich total toll, die Mod. So. Wir haben eine beschissene Uhr im Inventar. Ich weiß gar nicht, wer sowas gemacht hat. Diese Stümper, die überall rumlaufen. Wir haben ja auch nur 5 Kompasse zu Hause, aber keine Uhr. Da war es ja nötig, weißt du? Und Boot und Pipapo und Tralala. Und die hätten wir eigentlich mitnehmen müssen. Nee, die hätten wir mitnehmen müssen. Behutsamkeit. Die müssen wir auch noch reparieren. Endlich zu Hause. Das Leben ist schön. Und wenn ich lange Zeit zu Hause bin, ja, dann kann ich wieder gehen. Endlich zu Hause, das ist mein großes Glück. Ich bin daheim und ich blick nicht mehr zurück. Sortiere die Knochen in die Kiste rein. Also die Knochen, die wir auch gefunden haben. Und aus irgendeinem Grund auch rohe Fische. Meine Hose, sie stinkt nach rohem Fisch. 61 Eisenerz. Blim. So, jetzt haben wir noch 4 Eisenerz und dafür 64 Stein. Die Uhr... Au. Hä? Alter, was? Was? Hallo? Hallo, ich will Treppen steigen. Wieso kann ich keine Treppen mehr hoch? Hä? Nicht Treppen, Leiter. Ich will die Leiter hoch, Alter. Was ist denn hier los? Hä? Hallo? Leiter, das ist eine Leiter, verdammte Kacke. Geh die Leiter hoch. Was ist denn da los, sag mal? Muss ich mich erstmal stärken? Alter, ich komme die Leiter nicht mehr hoch. Was ist denn... Fehler in der Matrix. Was soll ich machen? Soll ich mich jetzt hier durchgraben? Hätte ich gleich so lassen können. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade damit anfange. Huch, Mist. Aber es schien mir gerade eine gute Idee zu sein. Ich weiß gar nicht, warum. Guck mal, Gravel. Wow. Wie gut, dass wir gerade 50 Folgen lang rumgelaufen sind, statt Gravel einfach hier zu sammeln oder bei dem Strand, bei dem Gravelstrand auf der anderen Küste da. Eine tolle Sache. Naja, egal. Ich feiere jedenfalls endlich wieder zu Hause. Ach, Mann. Ich habe wirklich gedacht, wir finden erstmal so schnell... Ich habe mich schon gesehen... wie ich irgendwo so ein Basiscamp einrichte. Und da bleiben wir dann erstmal. Ach so, ach, die sind ja oben. W-
Was soll denn das? Hallo?